Was geht? Viele von euch werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ich mit meinem Kollegen das Musikprojekt... Dass ich mit meinem Kollegen das Musikprojekt Not So Cool Music gelauncht habe, beziehungsweise Not So Cool, meine Freunde. Und ich bin euch damit echt ziemlich viel auf den Sack gegangen. Ich habe euch ständig damit zugeballert auf Twitter, auf Facebook... Auf Facebook nutze ich gar nicht. Auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube, überall, meine Freunde. Das Ganze soll jetzt vorerst zu einem Ende kommen. Ich möchte euch jetzt noch ein kleines Video zeigen. Das beste Musikvideo seiner Zeit, meine Freunde. Auf das ich, jetzt mit euch gemeinsam reagieren werde. Obwohl ich es nun kenne, ich möchte euch einfach vorstellen, euch ein bisschen was erklären und einfach in diesem Video Danke sagen, meine Freunde. Das ist kein gewöhnliches Video, das ist einfach ein Video, um das nochmal zu machen, damit nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf unser wunderschönes Musikprojekt kommt, meine Freunde. Ich kann euch wirklich nur von ganzem Herzen danken, Leute. Das Feedback zum Musikvideo, das hat jetzt fast 1 Million Aufrufe, es ist geisteskrank, das erste Musikvideo. Ist so dermaßen stark, wir haben fast an die 100.000 Likes, Leute. Das ist einfach nur geisteskrank gut. Ich würde mich, wie gesagt, sehr freuen, wenn ihr einfach auf Spotify nochmal reinfolgt, Leute. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, jetzt geht's ab mit dem besten Musikvideo aller Zeiten vom lieben Thomas, was er geschnitten hat. Ich mache jetzt hier einen auf Tubor, wisst ihr, Leute? Boah, ich hätte so gerne Glatze. Das wäre so geil einfach. Der Tomery-Film, okay? Tomery sagt mir jetzt nichts, keine Ahnung. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich es nicht kennen. Tomery ist scheinbar nämlich an der Cutter. Ah, hier sieht man Füße, geil. Füße sind geil, ja. Geile Füße. Blonde Haare, auch geil. Mädchen, geil. Geil. Oh, da hört man die Gitarre. Das ist keine Sinti-Gitarre. Ich glaube, warte mal, wenn ich nochmal ganz genau hinhöre. Ja, das ist eine Gitarre, die ist aufgenommen worden. Die ist tatsächlich original eingespielt. Das ist eine Seltenheit in der heutigen Musik. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Da haben sich die Künstler auf jeden Fall echt gut Mühe gegeben. Oh, geile Effekte. Geil, wie das schön am Boden liegt, sieht gut aus. Richtig schön. Das Grading gefällt mir auch sehr gut, ist schön gegradet. Gefällt mir richtig gut, Mann, wirklich, ist geil. Auch hier mit diesem 3D-Effekt, dass die quasi vor dem Text steht, mit den verschiedenen Layers, das finde ich sau cool, wirklich. Ja, geil. Auch eine sehr schöne Stimme, die sie da hat. Das ist eine sehr schöne, kräftige Stimme. Echt cool, wirklich. Geil. Die Drums und so im Hintergrund, das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Das ist schön abgemischt, die Mische ist wirklich echt 1A. Da hat er hier auf jeden Fall wirklich eine Menge Geld für gute Qualität ausgegeben. Das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Ah, geil, mit dem Fahrradfahrer hier. Geil. I've been waiting all my life for someone like you. Geil, das geht ins Ohr. Ah, kommen die Chords. Piano, setzt ein. Nice. Oh, geil. Ey, das ist doch ein Sommerhit, oder? Leute. Geil, mit dem Boot. Ich glaube, die haben extra dafür ein Boot gekauft und sind, also, sieht so aus, ich glaube, ich glaube, das haben sie extra gekauft, das Boot. Es ist nicht so, als wäre das random vorbeigefahren und jemand hätte das einfach abgefilmt. Nee. Geil, sieht richtig schön aus einfach. Schön. Die Snap gefällt mir auch sehr gut, dieses... Sehr schön. Klingt voll. Also, das rundet das Ganze nochmal so ein bisschen ab, ne? Ja, vom Video her, von den Texten, ist einfach nur Wahnsinn. Also, das was da in Kürze halt wieder entstanden ist, ist geil. Geil. Oh, da ist jemand im Hintergrund. Warte mal, da müssen wir mal kurz gucken. Wer ist das? Der eine hat sogar dieses T-Shirt, glaube ich, an von Not So Cool. Ne, hat er nicht. Ah, das sind die beiden von Not So Cool sogar. Das ist, ja, cool. Ah, ich dachte, das Video wäre nur mit ihr. Okay, das ist cool, ist cool. Ah, geiles Editing, wie es aus den Haaren rauswirbelt, das ist wirklich krass. Ah, da ist wieder einer von den Not So Cool Jungs, da vorne im Hintergrund, man sieht ihn hier, da läuft er, da. Steht auch so schön auf der Wand, sieht richtig gut aus, sieht, oh, geil. Oh, cool. Das sind so, da hat jemand mitgedacht. Da hat jemand schon beim Filmen gesagt, okay, wir müssen das ein bisschen interaktiver gestalten. Wir müssen es halt quasi ein bisschen, ja, einfach ein bisschen kreativ umsetzen. Das finde ich ganz cool. Coole Idee auf jeden Fall. Ja, schön mit dem Graffiti an der Wand. Geil. Geile Übergänge auch. Geil. Also da kann man ja sagen, was man will, für ein Lyric-Video ist das schon aufwendig, ne? Also es gibt Lyric-Videos, die sehen nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Oh.
Das ist natürlich eine Szene, meine Freunde. So, ich bin der DJ Dropkick, meine Freunde, denn den Rest des Musikvideos könnt ihr euch gerne in der Videobeschreibung selber anschauen, Leute. Ich wollte eigentlich, ich weiß auch gar nicht, was der Hintergrund hinter diesem Video ist. Ich dachte mir einfach, es wäre lustig, auf mein eigenes Video zu reagieren. Mein Vater hat es mir geschrieben, macht doch einfach mal. Schaut euch das Video unbedingt an, Leute. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, warum ich das Video eigentlich mache. Und ich möchte mich einfach erstmal bei euch krank bedanken. Ich möchte mich bedanken bei den Leuten, die uns auf Spotify, auf Soundcloud, auf Twitter, auf Instagram überall reingefolgt sind. Sämtliche Links sind natürlich dafür in der Beschreibung, also tut das doch einfach mal. Ja! Ich möchte mich bedanken bei Polina, ich möchte mich bedanken bei den Mastering und Mixing Engineers, ich möchte mich bedanken bei Jody, ich möchte mich bedanken bei Cliff, bei dem Die Bullen Artist, ich möchte mich bedanken bei der Freundin von Cliff, ich möchte mich bedanken bei Micha ganz doll, ich möchte mich bedanken bei Thomas unbedingt, Leute. Ich möchte mich einfach bei sämtlichen Menschen bedanken, die dieses Projekt zu dem Projekt gemacht haben, was es geworden ist. Denn wir hatten wirklich vorher ein wenig Angst und das kann ich jetzt einfach mal offen mit euch kommunizieren, denn YouTuber-Musik, wie sie auch gerne genannt wird, ist immer so eine ganz besondere Art von Musik. Die wird immer ganz schnell abgestempelt und man kriegt direkt diesen Stempel, das ist nur YouTuber-Musik auf den Kopf. Und anhand dessen, was ich aus dem Feedback herauslesen konnte, meine Freunde, scheint es so zu sein, als wäre das tatsächlich nicht einfache YouTuber-Musik, sondern als würdet ihr sagen, hey, das ist wirklich Musik, die kann ich mir normal anhören. Was jetzt nicht heißt, dass YouTuber-Musik tendenziell schlecht sein muss, Leute, sondern ich glaube, wir haben einfach etwas geschaffen, so klingt es zumindest laut eurem Feedback, was bei allen von euch sehr gut ankommt. Und ich möchte mich, wie gesagt, für dieses geisteskranke Feedback und für die heftige Unterstützung auf den Social Medias bedanken. Und ich bin mir hundertprozentig dessen bewusst, dass das nicht normal ist, meine Freunde, denn ihr habt mich abonniert, um mich zu sehen, wie ich spiele, wie ich ausraste, wie ich lustig bin und nicht, wie ich Musik mache. Und umso mehr appreciate ich, Leute, dass ihr uns beide diese Plattform gebt, dieses Projekt weiter ranzuführen. Wir haben dieses Jahr noch eine Madden Festival Bookings, Leute. Schaut auf jeden Fall gerne mal in der Beschreibung vorbei. Da stehen sämtliche Festivals, wo wir sind. Wenn ihr darauf Bock habt, guckt einfach mal vorbei. Ja, ich möchte dieses Video auch nicht, gar nicht unnötig auf 10 Minuten strecken, meine Freunde. Ich möchte mich einfach nur, wie gesagt, fett bei euch bedanken. Tut uns einen Gefallen, folgt uns auf Spotify rein. Gönnt euch jede Woche Not So Cool Radio. Jeden Sonntag kommt es raus auf Soundcloud, Leute. Die Links dazu sind alle in der Videobeschreibung. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Lasst uns da ein paar runde Zahlen draus machen. Ein riesiges Dankeschön an euch alle, die dieses unglaubliche Projekt zu dem gemacht haben, was es geworden ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zukunft. Und macht euch keine Sorgen, meine Freunde. Aufgrund der Musik werde ich meinen YouTube-Kanal sicherlich nicht hinten anstellen. Das wird nicht passieren. Leute, vielen, vielen Dank nochmal. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich weiß nicht genau, was das für ein Video gewesen ist, aber ich hoffe, es ist irgendwie bei euch angekommen, meine Message. Schaut unbedingt, wie gesagt, das Musikvideo. Lasst uns da, keine Ahnung, 300.000-400.000 Klicks draufballern. Revi, Army, always strong. Liebe Family, Dankeschön. Macht's gut. Haut rein. Schönen Tag. Ciao, ciao.